Lachen ist die beste Medizin. Dieses Sprichwort haben sich die Tübinger Klinik-Clowns zu Herzen genommen. Sie sorgen in Kinderkrankenhäusern und Pflegeheimen für Freude und vertreiben Kummer und Sorgen. Wie genau ihre Arbeit dort aussieht, haben die Klinik-Clowns am Samstag bei einem Aktionstag vorgestellt. Für fröhliches Kinderlachen sorgten die Tübinger Klinik-Clowns am Samstag in der Stadtbücherei. Doch wie der Name schon sagt, sind die Klinik-Clowns vom Verein Clowns im Dienst normalerweise in Kliniken unterwegs. Bei ihrem Aktionstag waren sie diesmal zwischen Bücherregalen zu finden. Das Ziel ist, dass wir auf unsere Arbeit aufmerksam machen. Also wir sind ein Verein, wir gehen in die Kliniken, wir gehen in die Heime und einmal im Jahr machen wir genau diesen Tag, um uns zu bewerben. Mein e.V. sagt schon, wir sind vollständig spendenfinanziert und sind auch auf Öffentlichkeit angewiesen. Wir finden die Arbeit, oder das wird uns auch immer gespiegelt, wie sinnvoll die ist und wie die Kinder, die Pflegenden, die Angehörigen die wahrnehmen, und hiermit möchten wir darauf aufmerksam machen. Die Clowns treten also nicht nur in Kliniken, sondern auch in Pflegeeinrichtungen auf. Dabei unterscheide sich die Arbeit in den beiden Einrichtungen. Während der Clown bei Kindern der Spaßmacher ist, wie Klopsch es bezeichnet, sieht die Arbeit bei älteren Menschen etwas anders aus. Bei den Alten sind in der Regel demenzerkrankte Menschen, da ist es da ist die Arbeit anders. Da geht es mehr darum, eine Atmosphäre zu schaffen, eine Begegnung zu schaffen, abseits dessen, was Kommunikation in Worten oder auf der kognitiven Ebene kann. Da wird mit biografischen Details desjenigen gearbeitet, um doch noch eine Verbindung herzustellen. Die Corona-Zeit erwies sich als Herausforderung für die Clowns. Sie durften teilweise nicht in die Kliniken und Pflegeheime. Ganz auf Digitalisierung haben sie aber nicht umgestellt. Wir haben zwar auch mal ein Video geschickt, aber das ist nicht so, wie wenn man leibhaftig da ist. Und deshalb haben wir sehr viele Aktionen gemacht, Päckchen vor den Kliniken gespielt, vor den Einrichtungen Musik gemacht und haben dann auch ein Rätselblöckchen entwickelt, wo wir in die Kliniken hineingeschickt haben für die kranken Kinder. Das kam unwahrscheinlich gut an. Nun können sich Kinder wieder am direkten Kontakt zu den Clowns erfreuen. Und wie Klopsch betont, sei das wichtig. Denn die Clownarbeit habe positive Effekte auf die Menschen, egal ob jung oder alt.